Wie halten es die EU-Länder mit den Impfungen von Kindern? In Frankreich will man mit einer Kampagne Jugendliche dazu ermutigen, sich impfen zu lassen. Nach und nach wurden die Altersgrenzen gesenkt, berufliche und gesundheitliche Kriterien aufgehoben. Ab dem 15. Juni können sich nun alle 12- bis 18-Jährigen in Frankreich mit dem Einverständnis der Eltern gegen Covid-19 impfen lassen. In Rumänien hat die Impfkampagne für Kinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren mit dem BioNTech-Vakzin bereits begonnen, bevor die EMA es für Jugendliche freigegeben hatte. Die nationale rumänische Impfkommission verweist auf schwere Verläufe von Covid-19-Erkrankungen bei Kindern. Manche Leute bleiben aber skeptisch. So wie ich das verstanden habe, sind Kinder nicht so sehr von einer Corona-Infektion betroffen. Ich glaube also nicht, dass eine Impfung zwingend notwendig ist. Eltern sollten wissen, dass es bei Kindern genauso sicher ist wie bei Erwachsenen. Bisher werden in 9 EU-Mitgliedstaaten auch jüngere Menschen geimpft. Die WHO kritisiert allerdings, dass in vielen Teilen der Welt noch immer nicht alle Älteren gegen Covid-19 geschützt seien. Die WHO drängt deshalb die wohlhabenden Länder dazu, im Rahmen des COVAX-Programms Impfdosen an ärmere Staaten abzugeben.